Hallöchen, Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Devil May Cry 4. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir schreiten auf jeden Fall voran hier in dem Spiel und ja, ich denke mal, jetzt werden wir es einfach mit dem Erlöser irgendwie auf irgendeine Art zu tun haben. Ich kenne das Spiel ja selbst noch nicht und deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Los geht's! I know this thing's a major cultural artifact, but it's bad for the community. Weiß ich, kann manchmal gar nicht so schnell lesen. Ach na dann hat sich das doch mit den Erlöser bestimmt erledigt. Nee, aber der. Nee, da ist er ja. Ja. You get it back? Oh, und da ist wieder die sexy That's Lady. one sword. And one to go. Need some company? I think you better help the others. Try to get them as far away from here as possible. Got it. So hätte ich jetzt aber nicht reagiert. Aber gut, dann müssen wir halt alleine weiter. Mission 18, der Zerstörer. Stellen Sie sich dem Erlöser. Ja, sage ich ja. Also ich denke mal, den werden wir jetzt irgendwie begegnen. Auf irgendeine Art und Weise. Gesehen haben wir ihn ja jetzt auch schon. You destroyed the Hellgate. Yeah, it kinda tainted the view. So, you ready to fight now or what? You traveled this far to fight me. You could never touch the power of the Savior. Sounds like you're overcompensating. Besides, I didn't want you to get a creak in your neck for looking down at me. Silence! What would it take for you to alter your position? How about So, you ready to eat your words? Do as you wish, your attempts are futile. Voll eiskalt. It's up to me to take care of ugly hair. Oh yeah, oh yeah. Yamato, von Dantes Bruder verwendetes Katana, das sowohl der Schlüssel zum Tor zur Hölle als auch zu dessen Zerstörung ist. Dark Slayer. Wenn Sie Yamato Ihren eigenen nennen, können Sie es für den Dark Slayer-Stil verwenden. Um den Dark Slayer-Stil zu wählen, drücken Sie die Taste des aktuellen Stils erneuert. Ach so. Kapier ich, okay. Ich weiß, was Sie jetzt nicht, wir haben ja diese Hand gar nicht. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt. Ah, okay. Das, ja, ja, also, da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Ist es jetzt der Dark Slayer Modus? Ich hoffe. Ah, steht ja da, ja. Okay.
Aber ich weiß leider ab. Ich muss hier hoch, ne? Irgendwie. Ich muss da an den Rand irgendwie. Erinnert mich ein bisschen an Mundus. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich hier so schnell. Boah. Wie ich da so schnell hinkommen soll. Hallo? Nein! Wie heldenhaft. Ich weiß. Ah, alles klar. Okay, okay, ich hab's verstanden. Ich muss hier an diese Kristalle ran. So wie es scheint. Da, hier war doch auch noch einer. Oh Gott, oh Gott. Aber was? Wie soll ich an den anderen ran? Ich komme hier nicht weiter irgendwie. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich vielleicht auch auf die andere Hand rüberspringen oder so? Oh Gott, das ist natürlich doof, wenn man das nicht weiß. Also auf jeden Fall auf die Kristalle, ne? Aber wie komme ich denn jetzt an die anderen ran? Ah, alles klar, hier kann man auch noch weiterlaufen. Ich kann das irgendwie nicht anvisieren hier. Wie sehe ich das hier an? Freunde. Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott. Wie habe ich das? Achso, das macht er automatisch, okay. Weil das dachte ich so, wir haben ja den Arm nicht, ne? Aber gut, wenn das auch so geht. Ah, jetzt kann ich schon anvisieren. Ein bisschen. Ah. Das war ein Volltreffer. Ich weiß gar nicht, ob das das Richtige ist. Ich hoffe einfach. Aber ich komme gar nicht bis da hinten durch mit der. Ich muss die. Wo ist denn hier die Waffe? Muss ich vielleicht eine andere Waffe nehmen? Ich weiß es nicht so genau. Ich bin voll aufgeregt jetzt. Oh ja, die Schrotflinte hat auf jeden Fall jetzt schon mal gewirkt, ein bisschen. Ah. Oh. Versucht es jetzt hier einfach mal weiterzumachen. Oh. Oh. Mensch, Mensch, Mensch. Vielleicht haben wir ja jetzt eine Chance, wieder ranzukommen irgendwie. Ja. Das sieht auf jeden Fall so aus. Oder? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sexy Buddy. Da haben wir jetzt noch einen Kristall zerstört. Oh Gott, oh Gott. Was ist das denn? Ah.
Wow. Scheiße, jetzt ist natürlich der anvisiert. Und den haben wir. Ah, schade, da komme ich nicht rüber. Hier war irgendwo ein Vieh. Ja, das ist ja auch gemein, so ein blödes... So eine komische Blume wieder. Oh Gott, ey, ich bin voll aufgeregt, Freunde. Ich weiß nicht, soll ich... Hier sind alle schon kaputt jetzt. Ah, jetzt ist er kaputt, okay. Ah, okay, die waren nicht richtig kaputt. Was mache ich jetzt mit der Blume hier? Ah, okay, da, okay. Puh. Jetzt hat er nur noch die Mitte, glaube ich, ne? Die Brust. Ah, den Kopf hat er aber auch noch irgendwie. Ah, okay, okay, okay. Ich weiß halt nicht, bleibe ich hier stehen und mache lieber aus Distanz? Oder steige ich auf den Arm rauf? Ne? Ich weiß nicht so genau. Nein! Oh. Kopfschuss! Aber ein Kristall hat er eigentlich noch. Was ist das hier jetzt? Was ist das denn? Oh Gott. Ach so, er ist geschwächt. Okay, okay. Ich komme, wir kommen. Ah! Verdammt. Runtergefallen. So ein Mist darauf. Ah, das war die falsche Richtung, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Ich bin einfach nur total, total hüppelig hier. Nee. Wir müssen wieder zu der Stelle. Am besten da, wo dieses komische Gerät war, ne? Das ist eigentlich am besten die Stelle. Hier war das, hier oben irgendwo, ne? Okay. Und nun? Muss ich da rüber? Oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt kommen hier wieder irgendwelche Viecher. Mit dieser Blume, die macht mich einfach nur nervös. Hey, hallo? Scheiß Kerl. Hier sind wir doch vorhin auch irgendwie weitergekommen. Wie waren das jetzt nochmal? Achso, hier, genau. Oh, das sieht gut aus.
Schrotflinte ist echt cool irgendwie. Die hätten wir mal öfter benutzen sollen. Ja. Wie viel hat er denn ja jetzt noch? Oder regeneriert er sich vielleicht auch? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Was war das? Nein, was war das? Scheiße! Oh, das wird eine lange Folge, Freunde. Okay, aber zumindest haben wir schon mal hier ein bisschen begriffen, was wir zu tun haben. Ist ja beim ersten Mal auch nicht immer gleich alles, dass man so alles weiß und so. Dann schieß hier in den Kopf. Jetzt liegt er wieder. Und dann müssen wir wieder die andere Stelle, ne? War das vielleicht von hier geht es vielleicht ein bisschen schneller. Wo ist das jetzt hier? Sind doch eigentlich hier weiter, ne? Dann. Dante voll heldenhaft. So, und wie geht's jetzt weiter? Oh nein, er steht wieder auf. Verdammt. Ah. Ist ja eine richtige Sisyphus-Arbeit hier. Ja, deswegen sage ich ja, die Folge kann lang werden. Ja, schade, dass ich das nicht von hier aus ansehen kann. Das wäre natürlich am besten. Nicht da. Oh. Das von hier nicht angesiedelt. Ah, oh man, fällt dann immer so schnell wieder runter. Das ist irgendwie blöde. Ja, ich weiß auch gar nicht, der Dark Slayer Modus, vielleicht würde der uns ja hier was bringen oder so. Aber ich weiß jetzt im Moment gar nicht was und keine Ahnung, ne? Ich werde hier einfach irgendwo reingeworfen. Muss halt zusehen, dass ich hier klarkomme.
Mensch! Ich kapier's nicht! Achso, ja, das könnten wir machen, ja. Aber... Aber ich krieg das nicht anvisiert und ich fall dann auch ganz schnell wieder runter. Das ist irgendwie bekloppt. Ey, was? Wollte ich gar nicht. Dein. Ja, geil. Nein, nein, ich hänge fest. Ah. Ah, das ist so doof. Bringt nichts. Und ich falle auch sehr schnell von dem Arm wieder runter. Ich kapiere das irgendwie nicht. Aber gut, gehalten haben wir uns ja relativ gut bisher. Also was zumindest die Lebenskraft angeht. Auch wenn sie jetzt gleich zu Neige geht. Ah, Mann. Ich komme da gar nicht vorgerannt irgendwie. Irgendwas mache ich falsch hier. Und hier ist auch gar nichts mehr, ne? Irgendwie blöde. Ich versuche mal wieder zu den Gerätschaften zu kommen. Jetzt liegt er wieder. Er hat übrigens unten am Bein auch noch einen, ne? Jetzt sind noch zwei. Verdammte Axt. Diesmal nehme ich mal den Weg hier. Vielleicht kommen wir ja so irgendwie voran. Nee. Den Weg... wieder zurück hier. Schade, komme ich nicht mehr zurück so richtig, war doch jetzt. Ich will mal die Seite nehmen. Ja. Ah, wir müssen was nehmen, ne? Oh. Nehmen wir lieber was. Aber bisher haben wir ja jetzt nur einen. Ich nehme mal vielleicht auch zwei kleine oder so erstmal. Eine goldene Kugel, also wenn wir das jetzt nicht schaffen, werden wir das, also eine goldene Kugel nehme ich auf jeden Fall jetzt nicht. Die würde ich dann erst beim zweiten Mal nehmen oder so. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, und jetzt hat er eigentlich nur noch die Brust, ne? Die anderen haben wir alle schon... Oh, 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 das ist gemein. Und jetzt alles von vorne, oder wie? Ja, das ist natürlich auch scheiße. Yeah.
Scheiße, Freunde. Mann! Scheiß Drecksfinger! Hey, hallo? Ey, das gibt's doch nicht. Gott. Mann, was soll denn das hier? Hey, hallo? Boah, endlich mal einer gestorben, ey. Das hat doch vorher auch immer mit den Waffen geklappt. Eigentlich relativ gut. Hey. Der beste Let's Player der Welt, da ist er wieder. Schluss mit lustig! Meine Güte! Ey, das war jetzt aber übel. Ich hoffe, wir fallen da nie wieder runter. Ja, jetzt haben wir aber. Ja, trotzdem. Okay, also ist nicht ganz verworren, so wie es ausschaut. Ist auf jeden Fall gut. Ah. Erstmal wieder zu den Gerätschaften, würde ich sagen. Am besten die andere Gerätschaft, ne? Ich glaube, die Kanone ist besser, weil dann liegt ja auch. Erstmal ein Weilchen. Ich würde eher zu Kanone tendieren. Wenn wir die irgendwo hier finden. Hier? Nee. Wo ist denn die Kanone jetzt? Ach Mensch. Ich komme hier mit der Optik nicht klar. Überall nur Bruchstücke. Ah. Halbe Stunde, okay, das geht nur. Nee, ich will die Kanone. Wo ist die Kanone? Aua, oh, ich wollte noch extra ausweichen. Hat's mich voll erwischt. Ich will zu dieser Kanone. Wie? Werden wir hier nur angepupst? Wo ist diese Kanone?
Ja gut, dann versuchen wir das jetzt mit dem hier. Können wir ja auch machen. Aber ich komme hier einfach nicht weiter, ne? Ich kann auch überhaupt nichts anvisieren, das bringt's nicht. Ich glaube mit der Kanone, wenn er liegt, da sind wir auf jeden Fall besser vorangekommen irgendwie. Ah, da ist die Kanone. Okay. Das glaube ich besser. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir gelaufen sind. Da lang? Nee, eigentlich. Oder? Ich weiß nicht. Links oder rechts? Eigentlich hier lang, ne? Aber da sind wir auch nicht so gut rangekommen irgendwie. Ich kann ja hier nicht raufspringen, ne? Das geht nicht, leider nicht. Und von hier aus? Ja, und dann sind wir wieder hier, das ist auch blöd, ne? Irgendwie weiß ich nicht, wie ich da oben rankommen soll. Wie die Pflanze aber versucht, nach uns zu schnappen. Wo ist hier diese Stelle, wo ich in der Mitte treffen kann? Verdammt! Wir machen es einfach nochmal und wir versuchen es dann nochmal von oben, von dieser Schulterposition aus. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwas. Ich weiß sonst auch absolut nicht. Von unten ging ja eben da auch nicht so gut. Und von hier, das bringt einfach nichts. Ich komme nicht richtig rauf. Oh, das... Also... Vielleicht muss man da auch diesen Schlag ausweichen, aber das ist auf jeden Fall sehr schwer, also... Da weiß ich nicht so... Aber es sah ihm doch auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Wenn nicht, dann probieren wir das nochmal. Können wir ja auch machen. Oh... Hä? Wo sind die? Jetzt kann ich nur noch hier lang. Na schade, dass ich da nicht rankomme. Ich komme überhaupt nicht hochgelaufen. Das ist voll doof hier irgendwie. Ganze Folge für den Scheißgeil verbraucht hier dann. Ja, wie gesagt, erinnert mich ein bisschen an Mundus, aber bei Mundus war auf jeden Fall ein bisschen besser, klar. Und da gab es auch nicht so viele Plattformen, da gab es vielleicht 3 oder 4. Ich nehme mal jetzt noch, was nehme ich denn, Freunde? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Wir können uns ja ruhig noch ein bisschen rumquälen. Dann nehme ich einfach eine große nochmal. Hier ist die Kanone. Mal die Kanone jetzt nochmal. Ich weiß nicht. Ich habe zwar ihm gesagt, wir gehen nochmal von der Schulter, aber ich könnte mir vorstellen, dass echt hier auch irgendwo der Weg dorthin ist. Aber ja, hier sind wir ja dann wieder hier. Ne? Ich weiß einfach nicht, wie man da rankommen soll. Ich kann hier leider nicht rüberspringen. Sonst wäre es irgendwie gar kein Problem, aber... Ja, seht ihr ja. Irgendwas ist faul hier.
Oder ich bin einfach zu blöde, kann auch sein. Aber wie gesagt, Freunde, ich kenne das Spiel absolut gar nicht. Das ist das erste Mal, dass ich das hier spiele. Von hier aus geht's auch nicht hoch. Mensch, verdammt! Ah, lass mich doch in Ruhe, Scheißkerl. Da springt man auch zur Seite. Ich hab keine Ahnung, wie man da rankommen soll. Schreibt's mir in die Kommentare. Ob ich auf jeden Fall vielleicht von hier, aber komme ich auch nicht hoch. Verdammt! Das gibt's doch nicht. Nur noch diese eine Kristall. Alle anderen haben wir ja schon. Wie ärgerlich. Aber noch gibt Dante nicht auf. Zumindest kennt er jetzt seinen Rivalen gut genug. Ah, komm schon. Ah, ich weiß nicht, wie man das machen soll. Vielleicht mit der Rolle oder so, aber weil ich es jetzt eher immer mit dem Sprung versucht habe. Vielleicht klappt es ja mit der Rolle besser, aber es ist irgendwie voll übel. Nee. Ich wollte doch nur die Rolle machen. Aber jetzt glaube ich, wenn nichts anvisiert ist, kann man die Rolle auch gar nicht machen, ne? Oder ich muss die Visiertaste mitdrücken, kann auch sein. Mensch, ich will das jetzt schaffen. Ich will nicht eine ganze Folge für so eine gehirnlose Masse hier verbrauchen. Ja, das ist aber irgendwie was anderes, ne? Aua, scheiße, verdammt! Aber das war irgendwie, jetzt von vorne vielleicht. Er hat uns zwar einen gegeben, aber er ist irgendwie auch benommen und, vielleicht kommen wir jetzt von vorne ran. Ah, das ist zu kurz, ne? Ah, verdammt! Vielleicht ist das auch das Rätselslösung. Ja, hier geht's gar nicht weiter, ne? Ja, vielleicht schaffen wir das ja diese Folge noch, das wäre auf jeden Fall cool. Ja, jetzt liegt er ja wieder, ne? Aber am besten wäre, wenn er jetzt liegt und jetzt finden wir das andere und dass er sich dann vielleicht nochmal bewegt. Ich weiß nicht, wo diese andere Kanone sein soll. Hier vielleicht. Nee. Das ist echt nicht einfach, Freunde, finde ich. Also, finde ich schon krass. Wo ist dieses andere Ding? Ach Mensch. Ich hab absolut keine Ahnung von. Ich sag ja, der beste Let's Player der Welt. Ne? Wisst ihr ja. Ach Gott, verdammt. Diese blöden Scheißdinger, ey.
Aber das könnte sein, dass man beide Kanonen irgendwie kombinieren muss. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, aber jetzt hier gleich zu wissen, wo was ist, ist irgendwie nicht ganz schwierig. Vielleicht, nein, ich wollte eigentlich nochmal zurück, aber das geht, glaube ich, auch gar nicht. Na gut, dann machen wir das hier erstmal. Und dann versuchen wir es hier nochmal hoch. Können wir ja auch machen. Beim nächsten Mal gehe ich dann mal nochmal nach rechts, nach links. Alles so. Es geht nicht. Es wird nichts so. Verdammter Erlöser. Ah, hier ist die Kanone, ne? Ja, das ist auf jeden Fall die andere. Achso, nee, das ist, also wo er denn liegt, ne? Aber wo ist die andere, ne? Die ihn so ein bisschen den Weg versperrt hat. Davon war doch hier irgendwo auch noch einer. Ach Gott. Ja, jetzt bin ich hier. Hier bin ich voll falsch, denke ich mal. Gibt's denn hier zwei blaue? Ja, gibt's da nur einen. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. Hier kommen wieder die blöden Viecher. Kenne ich alle schon. Haben wir alles jetzt schon tausendmal gesehen. Aber wo ist diese andere Kanone? Gut, die eine Kanone wissen wir dann schon mal nach rechts, nach links. Vom Anfang aus gesehen. Aber wo ist die andere? Verdammter Erlöser, ey. Irgendwo stand doch noch eine rum. Wo ist die? Gott verdammt. Schreib's mir in die Kommentare. Scheiße, Mann. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Oder ist es vielleicht so, wenn er liegt, dass dann die Plattformen sich auch verändern und dass man zu der zweiten Kanone dann vielleicht gar nicht mehr hinkommt? Ich weiß es alles nicht so. Ist wieder die eine. Ja, die will ich ja nicht. Da, die meine ich. Die hat ihn noch irgendwie so eingeschränkt oder irgendwie so, ne? Oh, ah, verdammt. Da seht ihr? Jetzt ist er irgendwie voll drauf. Jetzt vielleicht noch die andere Kanone. Die war doch hier auch irgendwo. Ach, ich bin doch extra nach rechts gelaufen. Ah, ich sehe da jetzt echt nicht durch hier irgendwie. Schade. Ich hätte ihn ja auch gern einfach platt gemacht. Aber irgendwie macht das Dante nicht einfach. Mit den ganzen Gerätschaften hier. Geht's jetzt auch gar nicht weiter.
Ich brauche unbedingt mal eine Karte davon. Hat jemand mal eine Karte? Ach Gott, Na, wir probieren es jetzt noch hier, bis wir eventuell dann das schaffen. Oder auch sterben, mal sehen. Müssen wir mal sehen. Und ja, dann probieren wir es beim nächsten Mal einfach nochmal. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich sollte mich aber auf jeden Fall von den Pflanzen fernhalten. Das war auf jeden Fall eben krass, wo wir da runtergefallen sind. Übel, übel, übel. Ja. Dann probieren wir das in der nächsten Folge dann irgendwie nochmal. Aber vielleicht schaffen wir es noch. Ein bisschen Lebenskraft haben wir ja noch und die will ich auf jeden Fall auch noch lange behalten. So lange machen wir auf jeden Fall noch. Oder man darf da nicht stehen bleiben, sondern einfach nur rennen oder irgendwie so, aber ich glaube, das habe ich auch schon probiert, das hat auch nicht so gut funktioniert. Oh, oh, da hätte ich jetzt angesehen können vielleicht. Ne? Was ist jetzt? Was wird es? Was ist es? Aua, das hat wehgetan. Jetzt ist er irgendwie sauer geworden oder so? Vielleicht haben wir ihn ja irgendwie getroffen. Hä? Was ist das denn? Ich sehe nichts. Da. Achso, was ist das denn? Oh ja, gehen wir erstmal einkaufen, wa? Also ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall wieder, zwei kleine nehmen wir wieder mit, wa? Dann haben wir wieder ein bisschen was. Und Zweier ist ja erstmal okay und davon drei ist auch cool. Und goldene Kugeln haben wir auch noch drei, so lassen wir das erstmal. So, jetzt können wir weitermachen. Ja, Erlöser. Oh, aber scheinbar sind wir doch irgendwie noch weitergekommen jetzt durch die paar Schüsse, die wir eben noch abgefeuert haben. Ah, jetzt hat er auch eine Anzeige, ne? Hat er vorher auch nicht gehabt. Okay. Gott, verdammter Scheißkerl. Komm schon, Dante. Eigentlich sind wir ja beweglicher als er, ne? So wie es ausschaut, aber... Ja, was sollen wir jetzt machen? Irgendwas mit der Kanone da vielleicht oder so? Aber hier ist gar keiner. Warum sehe ich da immer eine Kanone? Und dann ist gar keiner da. Ach so, alles klar. Aua! Alles klar. Wir können ihn jetzt so, glaube ich, angreifen. Mitten aufs Herz. Aber ich glaube, mit dem...
Mit dem Koffer ist es. Bringt das nichts, oder? Ich weiß nicht, was ich machen soll, Freunde. Und hier mit diesem Slayer-Modus, ich habe keine Ahnung. Das scheint ja auch nicht, wofür man, oder? Oder ich hab's wieder vergessen. Ah, da hätten wir jetzt hochklettern können, ne, wo er gerade geboxt hat. Aber irgendwie will ich gar nichts mit dem zu tun haben. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall nochmal, dann machen wir noch einen Stern, ne? Würde ich sagen. Oder hier zwei kleine. Und dann gucken wir mal nochmal. Ist ja schon mal gut, da sind wir ja auf jeden Fall ein kleines Stück vorangekommen. Ja, jetzt hat er auch schon ein bisschen was verloren. Kann man die vielleicht auch rückfeuern? So. Ich habe jetzt keinen Bock, hier alles mit der Schrotflinte zu machen. Das dauert doch ewig. Es geht, ne? Aber das dauert doch ewig. Oh. Ah, verdammt. Scheiße. Typ, du. Oh ja, noch mehr. So nah. Jo, das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Das kann er ruhig öfter machen. Da wären wir auf jeden Fall zufrieden. Gut aus. Ich weiß bloß jetzt natürlich wieder nicht wohin. Natürlich. Oh Mann. Das meine ich so. Manchmal ist es schwierig mit den Richtungen. Oh, jetzt steht er wieder auf. Schade. Der verdammte Scheißgeil. Vielleicht schaffen wir ihn doch noch diese Folge. Wir sind auf jeden Fall nah dran, würde ich sagen. Kommt der jetzt hier rüber mit dem Ding? Ja. Okay, dann gehen wir lieber noch ein Stück weiter. Nein, ich muss hier die Schrotflinte. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt das Effektivste ist, aber damit haben wir es auf jeden Fall. Ich glaube, mit der Pandora-Box kommt man gar nicht so weit. Habe ich das Gefühl. Also, dann nehme ich auch vielleicht noch mal einen Stern. Wenn wir den jetzt vielleicht auch schaffen. Oh. Ah, blöder Pixar, du. Stirb. Oh, jetzt müssen wir auf jeden Fall, ne? Haben wir das Schwein gehabt, ne? Gut, wir hätten noch ein paar goldene Kugeln gehabt. Ich würde sagen, dann nehme ich noch einen. Ich versuche hier das Beste draus zu machen. Ist zwar jetzt dann nicht die schnellste Art gewesen, garantiert nicht. Aber ja, geschafft ist geschafft. Ne? Und ja, wir haben ja auch nicht aufgegeben. Ah, verdammt, da hätte ich jetzt vielleicht die Box nochmal rausholen sollen, aber das ist alles so fummelig hier. Ah, Gott sei Dank, haben wir es noch geschafft? Cool. Ja, tut mir leid, das war jetzt natürlich ein bisschen nicht so heldenhaft, aber geschafft ist geschafft.
Deswegen bin ich ja auch der beste Let's Player der Welt, ne? Ist ja. Then you gotta take it out from the inside. What have you done? Time to wake up, kid. You're missing out all the fun. Was ist? Und das Yamato-Schwert steckt jetzt bei ihm drin, oder? Ah, das erinnert mich auch so ein bisschen an den anderen Teil. Ne? Ach so, in dem Nest, oder wo wir da auch reingefallen sind, ne? Wo die ganzen Fische waren. Das war auch krass, ey. Cool, Nero ist wieder da. Yeah. Cool, haben wir es doch noch geschafft. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Aber wie gesagt, haben wir auch gut durchgehalten und so. Und ja, ist gar nicht mal so einfach am Anfang da zu wissen, welche Plattform wo die richtige ist und so. Natürlich beim zweiten Mal, dann weiß man auch natürlich ein bisschen besser Bescheid und so. Ne, aber so beim ersten Mal, ne, also ich fand es auf jeden Fall schwer, aber wir haben es geschafft, ne, von dem her nicht unmöglich. Man hätte das vielleicht sogar noch besser machen können, weiß ich nicht so genau, wahrscheinlich. ja, aber geschafft ist geschafft, ne, und dann mache ich hier einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Nero wahrscheinlich wieder. Ne, dann haben wir unsere alte Figur wieder zurück und ja, mal gucken, ne. Irgendwie, schau mal, Missionsmenü, ja, die vorletzte Mission wird es dann, glaube ich, also ich glaube 20 Missionen hat das Spiel und ja, dann spielen wir morgen die 19. und dann kommt noch eine Mission und ja, dann haben wir es auch geschafft. Okay, Freunde, dann sehen wir uns morgen, ne? Bleibt gesund und munter, ne? Und dann sehen wir uns. Tschüss. Macht's gut, Freunde. Ach so, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.